Wie genau würde das eigentlich aussehen, wenn wir einen Tischtennisprofi gegen E-Sports-Profispieler antreten lassen? Wie gut, dass wir genau das heute machen. Herzlich willkommen im SK Gaming Headquarter in Köln. Herzlich willkommen zur ARAG Speed Challenge. Wir lassen heute Timo Boll gegen die Jungs von SK Gaming antreten. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie passt das eigentlich zusammen? Sehr gut sogar. In beiden Sportarten geht es um Reaktionsgeschwindigkeit, Handlungsschnelligkeit und Konzentrationsfähigkeit. Aber wer ist denn jetzt der Beste in all diesen Kategorien? Das finden wir heute heraus. Vorher werfen wir aber noch mal einen genauen Blick auf die Kontrahenten. Für SK Gaming tritt an Big Spin aka Lukas Nägeler. Er ist 22 Jahre alt, spielt Clash Royale für SK und ist seit Oktober 2019 dabei. Außerdem mit dabei Tinks alias Christian Hansen. Er ist professioneller Jungler im League of Legends, 21 Jahre alt und ist seit November 2020 für SK Gaming mit am Start. Außerdem ist er der einzige der Jungs, der Erfahrung mit einem Tischtennisschläger hat. Und für SK Gaming mit am Start ist Niklas Neo alias Niklas Nürnberg, 20 Jahre alt, ist FIFA Content Creator für SK Gaming und das seit Februar 2021. Er ist außerdem Jedi-Ritter, selbsternannter Pokémon-Trainer und Teilzeit-Avenger. Die Jungs von SK Gaming treten an gegen Timo Boll, die lebende Tischtennis-Legende. Der beste deutsche Tischtennisspieler aller Zeiten. Er bereitet sich gerade vor auf die Olympischen Spiele in Tokio. Seine letzte Gaming-Erfahrung ist schon ein bisschen was her, aber für einen Olympioniken sollte die ARAG Speed Challenge doch eigentlich kein Problem sein. Wir freuen uns auf knallharte Battles, aber natürlich immer unter dem Motto For a Good Game. Das bedeutet für uns gemeinsam für Fairness, Respekt und Chancengleichheit. Alle Challenges wurden gemeinsam mit Benny Kugel entwickelt. Benny hat sehr viel Erfahrung im Sport. Er gehörte jahrelang zum Trainerstab des DFB. Es gibt also keinen perfekteren Challenge Master als Benny. Um diesen Pokal soll es heute gehen und natürlich auch um Ruhm und Ehre. Die erste Challenge kommt aus dem Hause SK Gaming. Benny, erklär uns doch mal, worum es dabei geht. Wir haben uns ausgesucht Don't Tap. Das ist ein Spiel, da geht es um Reaktionsschnelligkeit. Du hast ein weißes Feld vor dir und es erscheinen schwarze Felder. Und du musst so schnell wie möglich mit der Maus reagieren und diese Felder anklicken. Und dann schauen wir mal, wer da der Bessere ist. Ja, ich habe so ein bisschen eine Ahnung. Jetzt holen wir doch erstmal die Kontrahenten hier zu uns. Timo Boll und für SK Gaming tritt an Tinks. Timo, wie lange ist es her, dass du das letzte Mal am PC gezockt hast? Ja, so richtig gezockt eigentlich vor 25 Jahren, so bei den ersten Ego-Shootern. Ja, mal sehen, wie du dich gleich schlägst. Tinks. How about you? How exciting is it to compete against Timo Boll? Well, we were playing table tennis and I finally hope I have something I can actually be better than him in because it was kind of embarrassing playing. But I think I have the edge with me playing computer every day and him being 40. Yeah. Oh, I fucked up as well. Yeah, me too. Okay, fangen wir mal an bei Timo. Dritte Runde. 78, nicht schlecht. Schauen wir mal, ob das reicht, ob Tinks sich verklickt hat. Hat er leider nicht. 654. Damit würde ich sagen, wir haben ganz klar einen Sieger in unserem ersten Spiel Don't Tap. Das ist SK. Für SK Gaming. Wir haben hier einmal das Stockwerk gewechselt im Headquarter von SK Gaming. Wir kommen zur zweiten Challenge, die Challenge von Timo Boll. Benny, erklär uns doch einmal, worum es dabei geht.
Spiel funktioniert so, ich lasse den Reaction Ball fallen. Der Spieler hat einen Tischtennisball in der einen Hand und muss, bevor er den Ball fängt, den Ball, Tischtennisball, einmal von der einen in die andere Hand wechseln. Aber ich sehe, Timo, du bist ein bisschen besser vorbereitet, ja? Mit einer Jeans hier zu einer Sport-Challenge anzutreten. Du musst wissen, ich habe einfach mein Selbstvertrauen, deswegen weiß ich genau, ich werde sogar in Jeans schaffen. Okay, Leute, dann verlasse ich euch jetzt und bei euch geht's jetzt los. Du bist bereit? Ja. Das ist stark. Einmal wechseln, der nächste. 1-0 für Big Slim. Timo bereit? Ja, die sind noch zum Warmwerden, sind die noch. Wir wechseln. 1-1. Human geworfen. Bereit? Ja. Stark, sehr starke Reaktion. 2-1 für Big Spin. Timo bereit? Ja. Auch noch relativ easy. Okay, wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad ein bisschen. Bereit? Ja. Oh Gott. Den habe ich nicht kommen sehen, muss ich sagen. Da musste springen. Ja, da müsste ich oder keine springen, Jeans stimmt. Anziehen. Da ging aber. Was soll denn das jetzt heißen? Das geht doch mit der Jeans. Timo bereit? Ja. Boah, der war nicht einfach. Stark. Auf geht's. Gut reagiert. Stark. So, Timo, du kannst jetzt schon so eine kleine Vorentscheidung schaffen. Ich finde deine Position ganz interessant. Bereit? Ja. Das ist stark. Das ist stark. Du musst jetzt auf jeden Fall fangen, sonst ist das Spiel vorbei. Bereit? Ja. Oh, ich habe meinen Tischtennisball sogar verworfen. Ja, meine okay, Güte, okay. Ich würde sagen, ja. Wir haben eine Entscheidung. Gut gemacht. Stark, Männer. Timo, Glückwunsch. Es ist soweit. Die alles entscheidende finale Challenge steht jetzt vor der Tür. Benni, wollen wir unseren Kontrahenten die Regeln erklären? Auf geht's. Dann kommt mal ran. Okay, Männer. Es liegen zwei Hütchen zwischen euch, ein gelbes und ein rotes Hütchen. Es geht darum, so schnell wie möglich das Hütchen der Farbe zu greifen, die ich sage. Vorher gibt es noch drei andere Kommandos. Kopf, Brust und Knie. Irgendwann sage ich eine Farbe und dann einfach schnell sein und das Hütchen greifen. Für SK Gaming tritt an Niklas Neo. All die Hoffnung deiner Mates liegt jetzt auf dir. Was macht das mit dir? Ja, das ist natürlich sehr viel Druck. Damit muss man erstmal umgehen können. Aber ich denke, ich kriege das hin. Locker gehst du ran, auf jeden Fall. Sehr gut. Bist du schon müde, Timo? Oder wie ist es jetzt so in der dritten Challenge? Nee, ich würde sagen, ich bin jetzt eher in den Flow gekommen, die letzte Challenge gewonnen. Gut, euch beiden viel Glück und dann let's go. Okay, Männer, seid ihr bereit? Jo. Auf geht's. Erstes Spiel. Kopf. Rot. Relativ deutlich. 1-0 für Timo. Zweite Runde. Macht euch bereit. Knie. Kopf. Knie. Brust. Knie. Gelb. Ah. Wow. 1-1. Stark. 1-1. Okay. Rot. Ah, stark. Stark. 2-1. Sehr gut. Okay, bereit machen. Kopf. Brust. Rot. Ah. Ja. Oh, ja. Oh. Wir haben einen Sieger. SK Gaming, euch gebührt dieser Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch an SK Gaming. Timo, du hast ja genug Pokale zu Hause, oder? Ist doch jetzt okay. Ja, es war schon verdient. Und falls ich aus Tokio eine Medaille mitbringe, dann ist es okay. Und wie ist es bei euch? Was glaubt ihr? Wart ihr jung genug, um Timo Boll zu schlagen? Oder was war jetzt der Grund dafür? Ja gut, ich für meinen Teil kann sagen, ich war offensichtlich nicht jung genug. Ich habe ja immerhin meinen Part verloren. Aber ich fand, es war eine sehr coole Erfahrung, auch zu sehen, wo dann auch die Stärken eines Sportlers liegen, mit dem man vielleicht sonst nie in Berührung kommen würde auf anderen Wegen. Ich meine, Timo Boll ist ein Name in Deutschland und mit so einer Person einfach mal so in direkt eine Challenge zu treten, ist wirklich eine super Sache. Auch wenn es am Ende natürlich für mich jetzt nicht gereicht hat, freue ich mich natürlich fürs Team, dass wir es trotzdem geschafft haben. Du bist ja trotzdem noch der Sieger, ja? Für euch ist die Reise noch lange nicht vorbei. Schaut mal auf dem TikTok-Channel von SK Gaming vorbei, denn da haben wir eine Challenge gestartet, jetzt in diesem Moment und auch noch die nächsten Tage. Ansonsten könnt ihr unten mal kommentieren, in welcher Challenge ihr Timo Boll geschlagen hättet. Also viel Spaß beim Kommentieren und Liken. Bis dann!